Und damit, hey, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Little Nightmares. Einem Indie-Horror-Spiel, wenn man so will. Gemacht ist es, oh Gott, ich weiß das Studio nicht, wartet kurz. Tarsier Studios? Auf jeden Fall gepublished natürlich von Bandai Namco, auch den Machern von Elden Ring. Ah, das wird super. Genau, ich habe ein paar neue Mikrofoneinstellungen gesehen, auch das Mikrofon ist viel weiter weg von mir. Wenn ich so reinsprechen würde, wäre suboptimal, ihr merkt schon, ich übersteuere. Genau, das Spiel kam im April 2017 raus und konnte bisher einige Fans ganz gut begeistern, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich kenne es, aber nicht halt so komplett. Ich habe Testspielstand gemacht, um zu gucken, wie das mit der Performance ist. Es sollte gut funktionieren. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, genau, 8 Minuten habe ich getestet. Wir nehmen den untersten gerade. Willst du diesen Speicherplatz wirklich überschreiben? Ja. Damit ich wirklich komplett von vorne hier hinein starten kann. Ich finde, das ist viel angenehmer so mit dem Mikrofon. Immerhin, es nimmt jetzt meinen Ton komplett auf. Also ob ich jetzt leise rede oder laut. Und vor allen Dingen ist es weiter weg. Das heißt, auch wenn ich hier hin spreche und nicht direkt ins Mikrofon, ihr hört mich einfach trotzdem. Das ist der Wahnsinn. So, was ist denn das hier? Dunkelheit. Ich habe es ein bisschen heller gemacht, als empfohlen wird, weil YouTube und Dunkelheit ist so eine Sache. Was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Person? Boah, ich habe keine Ahnung. Controller hat vibriert. Wir scheinen auf jeden Fall Angst vor dieser Person zu haben. Genau, das sind wir. Wir heißen Six. Und wir haben Feuerzeug, okay. Das kann ich mit dem rechten Stick machen und so kann ich laufen. Ein Rennknopf? Ja. Y. Nee, X. Oh mein Gott. Nintendo, bitte ändert doch eure Controller. Ich meine Microsoft. Okay, das ist Ducken. Was ist das hier? Winken? Die haben gar keine Funktion. Ja, oder nicht? Damit macht man das Feuerzeug. Ah, mit B und rechtem Stick macht man das Feuerzeug an. Gut zu wissen. Und sonst halt das ganz normale Rumlaufen, wie ich sehe. Machen wir das Mikrofon noch ein kleines Stückchen lauter. Das ist schon zu laut. Also, so. Okay, ich glaube, Licht ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Verzeiht, wenn das immer ein bisschen hoch geht. Ich habe einen Drift in dem Controller. Das lässt sich leider nicht beheben. Sonst würde ich es tun. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Rennen können wir auch. Ah, dann halten wir sogar die Hand vors Feuer, dass es nicht ausgeht. Weil wenn wir rennen, so Wind und so. Okay, cool, cool. Was muss ich hier machen? Ich kann das aufmachen. Aber muss ich zurücklaufen. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was seht. Es ist düster. Aber ich glaube, vielleicht und dann. Das hat's gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Jetzt seht ihr wieder was. Wir sind jetzt da einfach durchgegangen. Genau. Ja, ich muss jetzt die ganze Zeit rüber gucken, wie das mit dem Mikrofon ist. Nicht, dass ich zu laut bin. Hier durch. Da hoch können wir wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir Wandsprünge können. Das ist so eine Mario-Sache, glaube ich. Oh, ein Donkey Kong-Wandsprünge. Okay. Genau, es ist so ein Side-Scroller in 3D-mäßig, wie ihr sehen könnt. Also wir können vorwärts nach hinten laufen, aber es geht meistens von links nach rechts, straight forward einfach. Wir können da lang. Genau. So, wieder aufs Mikrofon gucken. Das darf nämlich möglicherweise nicht rot werden. Orange ist doch voll okay. In Orange nehme ich allgemein auf. Und da drüben sollte ich möglichst im roten Bereich sein, weil der rote Bereich ist der Bereich, in dem ich normalerweise auch immer aufnehme. Also hier ist Aufnahmeprogramm, da ist das Interface. Ich habe mir schon überlegt, das vielleicht vor mich zu packen, dass ich nicht immer nach links gucken muss. Aber das Kabel würde reichen, sonst wäre das Problem, dann habe ich da vorne keinen Platz mehr. Okay, was ist das hier? Kann ich das? Wie war aufheben? Da. Nee. So. Ja, ich nehme das jetzt mit. Ja.
Wie habe ich das jetzt geworfen? Ich habe gerade extra über... Ich habe jetzt gerade... Mit X, glaube ich, gell? So, hier geht's einmal durch. Okay. Was ist da hinten? Warum schweben hier... Also, die Welt ist ein bisschen weird. Es heißt Little Nightmares. Das Spiel sollte früher Hangar heißen. Aber irgendwie hatte man Angst, dass man Stress mit den Tributen von Panem, also den Hangar Games, bekommt. Deswegen wurde es dann nicht Hangar genannt. Hier rennen wir. Also, muss ich machen. Scheint, als würde es da hinten weitergehen. Ich weiß es aber nicht. Schön, dass wir auch keine Ausdauer... Oh, da kommen wir gar nicht hoch. Oder müssen wir uns... Können wir uns nicht... Ja, was? Errungenschaft freigeschalten, nervöse Sprünge. Das seht ihr nicht, das steht bei mir da, wo gerade unten rechts das Auge war. Oh, schaut mal. Der richtet die Leitungen da oben. Liebe Kinder. So kann ich den... Wie greife ich nach... Oh, Stick. Jetzt. Rechte hintere Schultertaste. Kann ich greifen, okay. Eben genau, bis hierher habe ich. Bis hierher habe ich? Bin ich schon durch die Tür? Naja, sonst würde ich, glaube ich, nicht wissen, wie man da hinkommt. Ja. Genau, hier habe ich aufgehört. Ja, hier sind solche Würmer. Ja, da habe ich aufgehört. Ach, das kann man aufmachen. Was war das denn? Okay. Ich glaube, wir... Ja, hier müssen wir hoch und dann kommen nachher so komische, eklige Würmer. Finde ich gar nicht toll. Also, da geht's dann weiter. Da kann ich von ausgehen, dass es da weitergeht. Ich guck gerade wieder, ob ich nicht zu sehr in den roten Bereich gehe, weil ich finde das nicht gut. Klar, ich könnte das nachher runter machen, aber der E-Rape ist halt einfach da. Ja, und das passiert, wenn man sich auf seine Technik konzentriert und nicht auf das Spiel an sich. Aber nun gut. Das soll jetzt erstmal nicht so schlimm sein. Ja, ich hab... Bitte fragt mich nicht, wie man diesen Würmern ausweicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da gestorben und dann habe ich aufgehört. Bahnkamera! Wartet mal. Einstellungen, hier, Steuerung. Ich kann das nicht ändern? Nee, Helligkeit. Ja, ich weiß, dass es zu hell ist. Weiter? Okay. Weil ich will nicht, dass ihr hier die ganze Zeit nach oben guckt, weil dieser Dings so einen blöden Drift hat. Und der Drift ist schlimmer als bei einer Switch, ja? Falls ihr jetzt sagen wollt, ja, aber bei der Nintendo Switch gibt's das auch. Aber nicht so schlimm wie hier. Perfekt. Nee, das kenne ich noch. Das kenne ich noch. Was ist denn mit dem los? Ja, genau. Das meine ich. Hier. Ich habe keine Ahnung, wie man hier rauskommt. Links weiter? Nee, auch nicht. Ja, gut. Ja, vergiss es. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Suboptimal, nicht? Aber es scheint auf jeden Fall richtig zu sein, dass wir hier lang wollen. Okay, das bringt mir auch nichts. Ach, ich kann das aufmachen. Oh. Oh, das war jetzt nicht geplant. Aber das kommt vor. Es tut mir leid. Oh no. Aber gut, dass ich weiß, dass man das aufmachen kann. Und die Würmer sind echt eklig.
So, und ab jetzt ist für mich so ziemlich, also das habe ich noch nicht gespielt. Blind ist das Spiel nicht, ich kenne es. Ich habe mir mein Let's Play angeschaut, eben 2017, 2018. Aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, ob ich hier jetzt richtig bin oder halt nicht. So, hier geht's nicht weiter nach hinten. Schön, dass ich das leiten kann. Glaube ich hier. Kommt vor. Kann mal passieren. Es tut mir leid. Ach, was ist denn da? Ach, komm und wieder hier. Naja. Aber bis jetzt, also, das Spiel hat gute Bewertungen, deswegen will ich jetzt noch nicht zu judgy sein. Wir gehen einfach mal... Kann ich hier hochklettern? Ah, okay. Oh Mann! Nur weil es ein Indie-Horror-Game ist, heißt es nicht, dass es gruselig sein muss. Dementsprechend, was mit diesem Wichtel oder was auch immer das ist, da los ist, ich weiß nicht. Das ist so düster, der ist da lang. Aua. Ey, wenn es in dem Game Jumpscares gibt, muss ich los, gar? Das war nämlich nicht der vereinbarte Deal, Bandai Namco. So, da kann ich drehen, ja. Oh, das geht. Nee, warte mal, das geht wieder zu. Okay. Sliden können wir mit der anderen Schultertaste. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Haben wir das vorher schon gesehen? Ich weiß es nicht. Was ist denn los mit dir? Hör auf, wegzurennen. Wer bist du? Was bist du? Wer, wie, wo, wann, was? Oh. Okay. Gibt es eigentlich Bosse in dem Spiel oder so? Was ist denn mit dir los? Wer bist du denn? Der hat ziemlich lange Arme gehabt. Seltsam. Ich habe halt keine Ahnung, was noch auf mich zukommt. Ich habe das Spiel seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Ärgerlich. So, ich bin jetzt eigentlich zufrieden mit den Mikrofoneinstellungen soweit. Glaube ich, ja. Also ihr könnt mich sogar hören, wenn ich nicht ins Mikrofon spreche. Und das war mir halt besonders wichtig. Will ich hier durch? Oh, da hat einer für die Quarantänezeit vorgesorgt. Mann, ich hätte das Spiel 2020 spielen müssen. Dann wäre es wenigstens auch lustig gewesen. Ah, das sind solche Toiletten aus dem Römischen Reich. Da gab's das auch. Da hat man dann zu 10 nebeneinander gesessen. Das ist unter Strom. Ja, ja. Warte mal. Hä? RS? Oh, da ist ein K, okay. Hä? Ah, anstatt springen. Okay, nicht mit X, sondern anstatt springen wirft man Sachen. Ich komme da nicht. Ah, doch, doch, ich kann das hier nehmen. Und das ziehe ich darunter. Ja, ja, macht Sinn. Komme ich jetzt hoch genug bestimmt. Oh, ich mag düster nicht. Platz. Doch ganz cool. Was ist das hier? Nix. Oh, ein Zug! Oh, da ist auch wieder dieses Auge drauf. Seht ihr das? Da? Hier. Da. Okay. Kamera, danke. Das kenne ich. Das ist ultra gefährlich. Ich bin immer früher als Kind davon ab... Ah, wir müssen da ganz durch. Abgesprungen. Und, oh, Entschuldigung, Zug. Und irgendwann habe ich das dann ins Gesicht bekommen. Ich komme nicht mehr zurück. Doch, hier. Okay. Kamera. Kamera. Okay, das heißt, wir müssen das ziehen und dann so schnell es geht einfach durchrennen.
Lauf, 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 lauf. Nicht stehen bleiben, nicht drüber nachdenken. Also wenn ich ein Kind wäre, fänd das ja nicht so nice, da jetzt durch so ein Haus durchzulaufen, was ein bisschen creepy ist. Dieses Geräusch schafft es aber auch jedes Mal, mich zu erschrecken, gell? Apropos, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne mal eine positive... Hier sind überall diese Augen drauf. Könnt ihr gerne mal eine positive Wertung da lassen, damit ich weiß, ob euch das Spiel auch gefällt. Ich bin mir sicher, euch gefällt das. Und wenn nicht, wartet noch ein bisschen. Ich schätze mal, wir dürfen nicht in diesen Schein rein. Ich bin sehr davon überzeugt. Da drüben ist dieses Wesen. Gehst du da nicht hoch? Ich will zu diesem Wichtel hin. Der rennt vor mir weg. Bringt er mich jetzt zu einem Secret oder so? Hallo? So? Ah, wir umarmen den! Ah, tschüss! Geht's hier weiter? Er verfolgt uns. Der imitiert uns. Der springt, wenn wir springen. Es tut mir leid, Wichtel. Ich muss dich zurücklassen. Ich muss weiter. Es tut mir leid, wirklich. Sorry. Ja gut. Ich glaube, wir müssen hier dann wieder runter und dann nochmal hoch. Also schätzungsweise mal. Doch diese Tür, dass die aufgeht, wenn wir dran hochklettern. Das ist sehr zum Detail gemacht. Ich glaube, hier geht es weiter. Da es ein Sidescroller ist, der nach rechts geht, würde ich sagen, wir gehen erstmal nach links. Vielleicht gibt es hier irgendwie Schütze oder so. Ne, da werden wir nur langsamer. Durch Springstelle, ich weiß. So. Will ich durch diese Tür? Ich habe halt immer Angst, dass hinter der Tür irgendwie so irgendwie was lauert. Da ist wieder so eine Statue. Die hat so ein Geräusch gemacht. Ist auch dieses Auge. Irgendwer war hier und wurde beobachtet. Nee, 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 nee. Wir gehen da nicht runter. Nee, nee, nee. Da drauf springen? Nee. Ich glaube, wir sollten einfach den ganz normalen Weg lang gehen. Einfach nach rechts. Das ist Super Mario, nur halt ein bisschen besser. Ja, doch. Könnte man so sagen. Hallo, Mister. Hallo. Ich weiß nicht, sind die gut oder sind die böse? Ach, deine Hand. Da ist ein Kind. Ich frag mich, wo er ist. Schnell weg von dem, der ist creepy. Licht an. Nicht runterfallen, sehr schön. Was war das für ein Wesen? Also wie ein Mensch sah es jetzt nicht aus. Aber nun gut. Was auch immer es war, wir erfahren es in der nächsten Folge.
Wenn euch die erste Folge von Little Nightmares gefallen hat, gerne positive Bewertung, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns, bis dann und ciao Leute.